Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Mit dabei Kater Luke. Der hat schon ein bisschen mit den Ohren heute Morgen geschlackert, denn diese Schlagzeile, die kann und möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir reden ja hier schon seit einiger Zeit über dieses dubiose Geschäft von Laura Müller, wo sie mit Schwubiloop-Fotos über OnlyFans Geld verdient. Ich glaube, wir haben 3 Videos dazu gemacht, unter anderem auch über die sogenannten Leaks dieser Schwubiloop-Fotos, die ins Darknet gewandert sind und man sie aus dem Schwarzmarkt dann auch bekommt. Konnte. Das hat natürlich Michael Wendler und Laura Müller gar nicht gefallen. Und nach der TV-Schlappe hier in Deutschland, zu Recht, wie ich finde, geht es nun weiter. Denn die Skandalküche um Michael Wendler, die brodelt nicht ab. Nun kam die Schlagzeile, dass er sogar sein Grundstück in Florida verkaufen muss. Und das ist schon sehr interessant. Wir werden uns hier mal das Grundstück gemeinsam angucken, werden uns mal mit den Preisen hier auseinandersetzen und das mal ein bisschen analysieren. Für mich hier an dieser Stelle muss ich einfach es so sagen, ich habe es gestern schon in meinem Livestream gesagt, na guck mal, Luke dreht sich noch einmal. Ich habe das gestern, na, da kann ich nicht neutral sein. Und das möchte ich auch nicht. Das möchte ich einfach hier nochmal ganz klar sagen, dass ich hier bei Michael Wendler wirklich kein Fan bin und ihm nicht neutral gegenüberstehe, sondern ganz im Gegenteil. Hatte ich aber auch schon mal bei Laura Müller angedeutet, Freunde. So, wir gucken uns einmal an, was ist denn da überhaupt passiert? Und da hat heute Morgen ein Bildartikel für Schlagzeilen gesorgt. Ein Bildartikel für Plus-User. Und ihr kennt das, eine Zeitung schreibt, alle anderen schreiben ab und hier sind wir bei der Now, die quasi sich auf den Artikel von der Bild-Zeitung beruft und hier müssen wir jetzt kein Cent bezahlen und wir zitieren aus der Now und hier sehen wir sie schon. Michael Wendler verkauft sein Grundstück in Florida. Michael Wendler 50 scheint das Geld auszugehen. Der Schlagerstar verkauft sein Grundstück in Florida und hier sehen wir die beiden ja, warum die ältere Dame hier mit drauf ist, keine Ahnung, aber hier sind sie. Die Geldsorgen von Michael Wendler in Deutschland sind kein Geheimnis. Der Schlagerstar schuldet dem Finanzamt etwa 1 Million Euro. Zuletzt musste der Sänger zudem eine größere finanzielle Pleite hinnehmen. Die geplante Doku-Soap bei RTL 2 wurde kurz nach der Ankündigung wieder eingestampft. Mit dem Serienausgehen dem Wendler berichten zufolge 500.000 Euro flöten. Zitat Ende. Und das will ich mal ganz kurz aufgreifen. Absolut richtige Entscheidung, dass dieser Herr nicht ins deutsche Fernsehen zurückkommt. Also wirklich absolut richtige Entscheidung. Und für alle Zuschauer, die jetzt hier Michael Wendler-Fan sind, sorry, aber das ist hier meine persönliche Meinung und die muss man dann auch manchmal einfach ertragen. Also hier definitiv. Aber wir gucken mal weiter rein. Hier ist nämlich das besagte Grundstück. Wir können sogar noch ein bisschen in den Bildern schauen. Also hier ist das. Das ist ein trauriges Häuschen. Ja, so fest, es sieht irgendwie. Ja, auf jeden Fall ist das das Grundstück, das Seegrundstück mit einem, ja, mit einer Auffahrt, die man, wo man drehen kann. Es sieht so ein bisschen, ja, kann ich nicht beurteilen. Ich war ja noch nicht da. Aber schön. Schön sieht es ja aus, so direkt am See, aber wir gucken mal weiter. Mutmaßlich kämpft der Wendler und seine schwangere Frau Laura Müller deshalb mit Geldproblemen. Das zeigt sich offenbar derzeit auch in den USA. Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht das Wassergrundstück 1040 Quadratmeter des Paares in Punta Gorda, Florida zum Verkauf. Dieses hatte der Wendler 2020 nach dem Verkauf der Villa für 767.000 Euro Gewinn 400.000 gekauft. Spannend, Michael Wendler soll die Grundstücke nicht privat, sondern als Präsident der Firma Peace River 2021 erworben haben. Angeblich soll der damalige Preis des Wassergrundstücks bei 237.000 Euro gelegen haben. Nach Informationen des Boulevardblatts wird das Grundstück nun für umgerechnet 283.000 Euro im Internet zum Verkauf angeboten. Zitat Ende. Also hier scheint er dann wohl nochmal mit einem Plus rauszugehen und es wird sich hier nicht um sein Wohnhaus handeln. Da bin ich nicht so sehr im Thema. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ist das hier sein Wohnhaus? Nein, ne? Das ist einfach nur eine Wertanlage von ihm gewesen, wo er wahrscheinlich irgendwas machen wollte. Sind Sie ein Fan von Schlagerstar Michael Wendler? Nein.
88% einfach. Okay, wie die Zeitung weiter berichtet, wollte Wendler eigentlich sein Traumhaus auf dem Grundstück setzen. Aus einem Bauplan, der den Sänger in Auftrag gegeben hatte, geht hervor, dass er den Bau eines Flachdachs-Bungalow plante. Dazu gehörte etwa 3 Schlafzimmer, 2 davon mit Bad, große Fenster im Eingangsbereich einer sehr großzügigen Garage, 3 bis 4 Autos, zudem auch mit dabei eine Master Suite mit begehbarem Kleiderschrank. Ah ja, da sind die beiden. Mit dem Bau wäre der Wert des Grundstücks mit Bootanleger laut Experten auf 900.000 Euro bis 1 Million Euro gestiegen. Nach Bildinformation hatte Michael Wendler sogar eine Baugenehmigung, doch nun steht das Grundstück zum Verkauf. Zitat Ende. Und jetzt schauen wir noch mal kurz hoch und schauen wir uns mal das Grundstück an. Das ist schon schön, ne? Klar, also so ein Grundstück hier mit einem eigenen Wendekreis direkt am Wasser, das ist schon was Schönes. Da, also ich würde dazu auch nicht Nein sagen. Und hier haben wir noch mal die Ansicht. Es ist ja wirklich komplett umgeben von Wasser, ne? Also hier seht ihr den Mauszeiger. Hier, es scheint ja wirklich das Wasser einmal rumzulaufen. Erstmal optisch total schön. 1040 Quadratmeter waren das, glaube ich, Grundstück. Das ist eine Riesenfläche. Dementsprechend vermute ich mal, es wird hier hinten auch noch weitergehen. Das ist schon wirklich ein großes Grundstück. Und wenn ihr Interesse habt, kontaktiert gerne Michael Wendler. Ja, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das ja zu kaufen. Ich meine, Florida ist bestimmt wundervoll. Ich habe Tatsache Verwandtschaft in Florida, muss ich mal da nebenbei sagen. Die wohnen aber, glaube ich, nicht hier, Freunde. Ja, so viel erstmal dazu. Die neuesten News zu Michael Wendler. Damit haben wir, denke ich mal, auch diese Schlagzeile erfüllt. Ich für meinen Teil muss nochmal sagen, ich finde das schon alles ziemlich heftig, was er in den vergangenen Jahren so gesagt hat. Und für mich ist das einfach unverzeihlich. Punkt. Es ist für mich einfach unverzeihlich. Da kann ich einfach nicht neutral Bericht erstatten. Wobei ich hier auch in diesem Video ja über ihn nicht hergezogen habe. Und das würde ich natürlich auch euch bitten. Bleibt dennoch höflich und sachlich in den Kommentaren. Versucht irgendwie eure Meinung so zu schreiben, dass sie internettauglich ist. Wir wollen ja hier versuchen, so einen kleinen Höflichkeitston einzurichten. Aber ja, was eigentlich aus den Schwubilob-Fotos von Laura geworden ist, kann ich euch gar nicht sagen. Es sind immer weitere Fotos im Internet aufgetaucht, ja. Ihre Abonnenten bei OnlyFans gehen deutlich zurück. Ja, das heißt, auch hier sind die monatlichen Einnahmen durch die Schwangerschaftsfotos wirklich auch wieder weg. Meine große Befürchtung, das habe ich euch auch schon in dem anderen Video gesagt, ist, dass man halt einfach das Kind finanziell ausschlachtet für Werbekooperation, wenn es denn da ist. Und das ist so etwas, wo ich wirklich, wirklich hoffe, dass dieses nicht passiert wird. Ich habe das auch immer schon bei Iris Klein gesagt und bei Daniela Katzenberger. Kindervermarktung, Produkte ins Internet mit Kindern zu bewerben, geht gar nicht. Kinder gehören für mich persönlich nicht ins Internet. Ich finde es absolut verwerflich, diese auch für Werbekooperation zu benutzen, so wie es Jenny Frankhauser auch gerne macht. Auch wenn das Kind dann irgendeinen Emoji-Sticker aufs Gesicht bekommen hat, ich finde, das muss einfach nicht sein. Und da sollte man das Kind schützen, weil man weiß halt einfach nicht, wer da draußen zuschaut. Ich möchte jetzt hier nicht allen etwas Negatives unterstellen, aber es hat einfach auch etwas damit zu tun, dass das Kind natürlich irgendwann die Entscheidung selbst treffen sollte, ins Internet gezeigt zu werden, ins Internet zu kommen und nicht von den Eltern, Freunde. So viel soll es von mir heute gewesen sein. Lasst diesem Kanal gerne ein kleines Abo da. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Ich werde mich jetzt verabschieden und freue mich, wenn wir uns morgen früh um 8 zum ersten Kaffee hier wiedersehen. Ich werde auch dabei sein und ich werde auch morgen wieder live sein, 2 Stunden lang auf Twitch. Wenn ihr Lust habt, hier unter dem Video ist ein Link, da kommt ihr zu Twitch und dann könnt ihr gerne schon mal mir dort folgen. Dann werdet ihr morgen benachrichtigt, Freunde. Ich sage tschüss, macht es gut.